ein kleiner Spielplatz für mich. Ein kleiner Spielplatz. Juhu. Guten Morgen, Leute. Es ist 5.45 Uhr und wir sind kurz davor aufzubrechen, auf den Vulkan zu gehen. Wir sind ein bisschen spät dran und müssen noch unsere Brote schmieren, frühstücken und so weiter. Aber glaube ich, ein toller Tag. Geil. Das ist nice. Das ist super nice. Also es geht jetzt los, wir sind jetzt auf der Wanderung. Wir waren dann erst ein ganzes Stück durch den Wald und dann wird es weitergehen auf den Vulkan hoch. Sieht auf jeden Fall richtig fett aus. Richtig nice. Also, der ist echt der Hammer hier. Also es ist echt anstrengend, aber es ist von der Natur absoluter Wahnsinn. Man sieht ganz viele tote Bäume hier. Der Grund dafür, der ist, es gab hier ein ganz großes Feuer und das ist wohl durch den Vulkan entstanden und somit ist hier fast das gesamte Waldgebiet abgefackelt. Also haben wir hier wirklich nur ganz viele, ganz junge Pflanzen. Erste Schnee. Wir kommen jetzt an die 1500 Meter, denke ich. Ungefähr. Wir sind schon seit gut einer Stunde unterwegs. Und es ist wirklich anstrengend. Verdammt windig mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob man mich noch versteht. Ich rede extra mal ein bisschen lauter. Wir sind jetzt mitten im Schneegebiet vom Vulkan. Und das ist echt, es ist atemberaubend. Das muss man einfach so sagen. Also, es wird kälter und windiger. Der Vulkan ist nicht gerade klein, sagen wir es mal so. Aber es ist Natur pur. Also, schaut es euch an. Schnee, Natur und nur wir. Und Leute, also wer hier hingeht, wer nochmal nach Bukon kommt, kannst du nur empfehlen. Geht auf den Vulkan hoch. Es ist anstrengend. Man kommt an sein Limit. Aber das Limit ist es wert. Wir sind nach oben angekommen. Was für eine Sicht.
Aber wir müssen auch direkt wieder los runter, weil es sich zuzieht und sicher ist sicher. Aber es hat sich gelohnt. 10 Minuten Pause hier gemacht und geschafft. Und jetzt ist es time to go home.